shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar heute ausnahmsweise in einem anderen Format. Ich weiß ja nicht, ob euch sowas gefällt. Ihr könnt mir ja mal ein Like da lassen, falls ihr sowas auch öfter sehen wollt, weil ich dachte, das Thema passt relativ gut hier auf meinen Kanal, weil es geht um die PlayStation, beziehungsweise PlayStation 4 speziell, und über Rockstar Games, was eventuell was mit GTA 5 oder allgemein mit GTA zu tun hat. Wenn euch sowas gefällt, dann lasst mir doch einfach mal ein Like da, damit ich weiß, dass ich euch da immer... Also immer, wenn irgendwas kommt, auf den Laufenden halten kann. So, worum geht es eigentlich jetzt in diesem Video? Und zwar, Sony PlayStation hat ein Meeting für 2016 festgelegt. Das wird am 7. September stattfinden in New York. Und da geht es dann nicht einfach nur, das ist also nicht so ein normales Meeting, wo einfach nur die Quartalszahlen vorgestellt werden, wie viele Milliarden die jetzt wieder in diesem Jahr gemacht haben. Oder dass jetzt ein neuer Controller auf den Markt kommt oder dass die PlayStation 4 jetzt in einer anderen Farbe erhältlich ist. Nee, darüber geht es eigentlich in so einem Meeting nicht, sondern da sind so viele extrem viele Journalisten eingeladen und auch andere Spielehersteller, und da wird irgendwas Großes vorgestellt. Die Xbox hat es ja schon mal vorgemacht, weil die hat ja schon mal darüber berichtet, dass die Xbox One S und die Xbox Scorpio bald auf den Markt kommen wird. Und damit Sony die Marktanteile weiterhin für sich gewinnen kann, muss auch Sony jetzt da nachziehen und bringt eine neue PlayStation raus. Allerdings hat der deutsche Chef Uwe Bassendowski in einem Interview mit NTV ganz deutlich nochmal das Ganze bestätigt, dass vor 2019 keine neue Konsolengeneration kommt. Das heißt, vor 2019 kommt keine PlayStation 5 auf den Markt. Deswegen wird einfach nur die alte PlayStation bisschen wahrscheinlich verändert, ein Upgrade drauf gemacht, weil es war ja schon ein Gespräch, dass die PlayStation 4.5 auf den Markt kommt, mit einer 4K-Auflösung, mit besserer Grafik, Arbeitsspeicher, und dass die ganze Konsole allgemein ein bisschen schneller sein wird. Einfach um Xbox nicht hinterherzuziehen, sondern einfach wieder gleichgestellt sein mit der Xbox. Und das war jetzt die Gerüchteküche echt relativ am Brodeln, weil PlayStation wird auf jeden Fall jetzt die PlayStation 4 Slim wahrscheinlich an dem 7. September auch vorstellen. Da sind sich alle Experten eigentlich einig. Und zusätzlich sind sich auch noch alle Experten einig, das hat auch das Wall Street Journal schon geschrieben, dass dort die PlayStation 4.5 bzw. jetzt mit dem Namen PlayStation Neo auf den Markt kommen wird. Auch mit 4K-Auflösung, das was ich gerade eben erzählt habe. Und das wird wirklich ein krasses Meeting, und ich freue mich eigentlich schon relativ drauf, mal so eine krasse neue Konsole zu haben. Also es wird zwar noch die alte sein, aber mit einer krassen 4K-Grafik, und da bin ich eigentlich echt schon übertrieben gehypt drauf. Und die PlayStation Slim soll laut Experten zwischen 250 und 300 Dollar kosten, also da wird es ein bisschen günstiger werden, die wird auch ein bisschen kleiner werden, aber von der Leistung her wird es dasselbe sein. Warum ich das Ganze jetzt hier auf meinem GTA 5 Kanal bringe, und zwar, was wirklich ganz Wichtiges ist, weil Rockstar Games, jeder, wo sie ein bisschen kennt, weiß, dass Rockstar Games wirklich alles sehr geheim hält, nie wirklich irgendwas an die große Glocke hängt, auf Messen eher selten vorhanden sind oder irgendwas vorstellen. Aber bei diesem PS4-Meeting oder PlayStation-Meeting 2016 wird Rockstar Games auch mit dabei sein und auch was vorstellen. Und das ist wirklich das Interessante daran, weil es kommt eine neue, bessere Konsole oder eine alte, abgegradete Konsole auf den Markt von PlayStation, und Rockstar Games ist damit eingeladen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich was ganz Krasses extra für die Konsole konzipiertes Content auf den Markt bringen. Also ich könnte mir da vorstellen, dass vielleicht Agent das Spiel, wo sie mal damals entwickelt haben und dann eingeschlafen ist, vielleicht vorstellen, worüber mich ja auch extrem freuen würde, wenn Red Dead Redemption 2 auf den Markt kommen würde. Aber beide Sachen, also beide Spiele, Agent und Red Dead Redemption 2, glaube ich eher nicht, weil GTA 5 einfach noch so viel Geld in die Kassen von Rockstar Games bringt, dass sie das Schiff GTA 5 nicht sterben werden lassen. Also sterben lassen werden, so. Weil es bringt einfach noch so viel Geld, und solange GTA 5 noch so krass gespielt wird und gehypt wird und so viel Geld einbringt, wird Rockstar Games einen Scheiß dafür tun, ein neues Spiel auf den Markt zu bringen, weil es einfach blöd wäre, sich selber quasi als Konkurrenz auf dem Spielemarkt und mit durch zwei verschiedene Spieler sich da die Konkurrenz da irgendwie verhalten, hier so Dingens, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, die machen ja keine Konkurrenz für sich selber. Das heißt, wenn ein Spiel tot ist, wird erst das nächste kommen. Und bei GTA 5 einfach so krass gehypt wird, glaube ich einfach, dass kein neues Spiel von Rockstar Games kommen wird, sondern dass einfach der Content von GTA 5 Online erweitert wird. Weil wenn man jetzt einfach mal zurückschaut, GTA 3, Vice City und San Andreas, es waren zwar drei komplett eigenständige Spiele, aber es war irgendwie alles noch GTA 3. Es kam ja erst dann ein paar Jahre später GTA 4 raus und ein Jahr später dann die zwei Add-ons für die Xbox und ein Jahr später dann für die PlayStation mit dem Namen The Lost of Damned und The Ballad of Gay Tony. Und erst
Ja, ungefähr, glaube 5 Jahre später von GTA 4 kam ja erst GTA 5 raus. Und das Einzige, was im GTA 5 jetzt noch irgendwie fehlt, ist irgendeine Map-Erweiterung, irgendein Add-on, wo man nochmal Geld dafür bezahlen muss, so wie bei GTA 4. Und ich glaube, also das ist jetzt meine persönliche Vermutung, dass an diesem Tag GTA 5 einen neuen Content rausbringen wird, also einen neuen Add-on oder ein neues Add-on, wofür man auch bezahlen muss. Also es wird ein riesen Update sein, wo man jetzt das nicht mal als einzelnes Update verkaufen kann, weil es einfach so gigantisch groß sein muss. Weil die haben ja die Heist schon monatelang davor angekündigt, dann wurde es wieder verschoben, dann kam ja irgendwann ein Pre-Trailer raus, wo dran steht, alles klar, am dem und dem Tag kommen die Heists, dann kam ja nochmal ein Trailer über die Heist und dann kam ja das fette Update, die Heists. Und ich glaube, das wird jetzt noch größer und es wird wahrscheinlich so groß, dass es allein für ein Update nicht mehr reichen wird. Es wird so gigantisch groß, was ich mir vorstellen könnte, wenn die das natürlich da vorstellen werden, dass es wirklich ein Add-on sein wird, wofür man Geld bezahlen muss. Und es wird nicht so ein publikes Update sein, wo ein neuer Gegnermodus dabei sein wird, ein paar neue Klamotten, zwei neue Supersportwagen, die sich keiner mehr leisten kann und ein Lowrider noch dazu. Nee, ich glaube, das wird jetzt wirklich was richtig Fettes und zwar eine Map-Erweiterung, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und für eine Map-Erweiterung finde ich es natürlich okay, weil Rockstar über die letzten 3 Jahre extrem viele Updates rausgebracht haben und keinen einzigen Cent dafür haben wollten. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass jetzt das erste Add-on für GTA 5 kommen wird. Das ist auch so quasi gleich mal ein Signal, dass das Spiel langsam zu Ende geht und dass bald vielleicht ein neues Spiel kommen wird. Mit so einem Add-on möchte man das Ganze nochmal pushen, um nochmal die Verkaufszahlen zu erhöhen und dann irgendwann mal das aussterben zu lassen, um dann ein neues Spiel rauszubringen. Aber dieses Add-on, wenn es natürlich kommen sollte, wäre natürlich mega krass. Es wird wahrscheinlich, meine Vermutung, wenn es ein Add-on geben wird, eine Map-Erweiterung geben. Wirklich mit so vielen neuen Sachen, dass es auf jeden Fall lohnt da. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich dann so 20, 30 € kosten. Nicht so viel wie eine Vollversion, weil das Add-on kann man ja dann nur spielen, wenn man die Vollversion von GTA 5 auch besitzt. Und deswegen glaube ich, dass einfach es was extrem Großes kommen wird. Und Fraps hat ja darüber schon ein Video gemacht, dass ein Modder herausgefunden hat, was für neue Updates kommen werden. Also er hat darüber berichtet, dass die Casino oder das Casino-Update kommen wird, das Biker-Update, das Villen-Update, irgendwelche Tiere oder Haustiere mit ins Spiel kommen werden, dass das Villen-Update kommen wird und ach, keine Ahnung, was er noch alles erzählt hat, der Modder. Was natürlich da alles kommen wird, das weiß man noch nicht, das hat der Rockstar nicht bestätigt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wirklich eine Map-Erweiterung kommt, dass North Yankton oder sogar Liberty City, was der Modder halt schon geleakt hat, dass eines von den beiden oder sogar beide kommen werden. Und ich bin ganz gespannt drauf auf den 7. September. Wenn es euch interessiert, was bei dem Meeting rauskam, dann schreibt mir doch einfach mal Hashtag 2016 in die Kommentare. Dann bleibe ich da auf jeden Fall auf den Laufenden und werde darüber ein Informationsvideo machen, was jetzt dabei schlussendlich rauskam. Ich werde mich darüber sowieso informieren, weil ich da übelst gehypt bin auf dieses Meeting und mir sowieso alles durchlesen werde. Und dann werde ich vielleicht am 7. September, wenn ich da schon die ersten Informationen habe, oder am 8. September ein neues Video darüber bringen und euch erzählen, was jetzt genau rauskam, welche Konsole die Sony PlayStation rausbringen wird, ob es jetzt wirklich die Slim und die Neo sein wird oder was ganz anderes und was Rockstar Game auf dem Meeting gemacht hat und ob da vielleicht wirklich, so wie ich es jetzt gerade im Video erzählt habe, ein neues Add-on oder nur ein neues DLC rauskommen wird oder sogar ein komplett anderes Spiel oder eines der Spiele, die ich bereits schon erwähnt habe. Wir müssen auf jeden Fall abwarten, viel weiß man nicht, nur die Experten sind sich sicher, dass halt bei dem PlayStation Meeting irgendwas Krasses rauskommen wird. Und wenn Rockstar Games da dabei sein wird, dann werden wir auf jeden Fall Freude dabei haben. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Heute Abend gibt es einen Livestream. Wann genau, weiß ich noch nicht, werde ich auf Facebook ankündigen. Das heißt, ihr könnt in meiner Facebook-Gruppe auf jeden Fall beitreten, um dann sofort zu wissen, wann der Livestream heute startet. Ich werde wahrscheinlich ein paar Online-Events spielen und ein paar Spielerlisten oder Rennen oder Deathmatch spielen. So, das war's auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Samstag. Und wir sehen uns heute Abend. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.